Juhu. Hallo, Sergei Sergejewitsch. So schnell verlasse ich wieder die Station. Der gerne kämpfen möchte. Ein wahrer Soldat für ihre Sache. Wir suchen immer nach jungen Leuten, die unsere kommunistischen Ideale zu schätzen wissen. Nun gut, ich fliege. Du bekommst gleich Waffe und Uniform. Und jetzt auf den Zug mit dir. Achtung! Ideale? Zivilisten ist es nicht gestattet, Truppenzüge wollen, ohne schriftlichen Befehl des Kommissars zu besteigen. Vorwärts, versuche, einen Militärzug mit gefälschten Papieren oder durch Bestechung oder anderweitige Möglichkeiten zu besteigen, werden mit Haftstrafen wegen Verrats geahndet. Jawohl. Alle Mann die Plätze einnehmen! Heißt es leise sein? Achtung! Der Zug ist bereit zur Abfahrt. Alle Soldaten mit Marschbefehl sofort aufsteigen. Jeder Frontsoldat, der auf dem Bahnsteig ist, nachdem der Zug abgefahren ist, wird wegen Desertation erschossen. Axt? Warum bist du in die Armee eingetreten? Ich bin meinen politischen Ansichten gefolgt. Also, ich bin wegen der Moneten hier. Und du? Ich? Gehe zur Armee, haben sie gesagt. Schau dir die Welt an, haben sie gesagt. Mein Vater war Soldat in der Roten Armee und sein Vater auch. Ist Familientradition. Dann sag mir mal, Lev, ob es auch Tradition bei euch Achterbahn. Ist, Arme und Beine auf dem Schlachtfeld zu lassen. Sie waren glücklich, diese Opfer bringen zu können. Klar. Betrunkene und Narren sind auch glücklich. Da ist eine schwarze Kapsel in meinem Munitionsbeutel. Was ist das? Ein Antibiotikum? Nein, das ist Cyanid. Das war klar. Für den Fall, dass der Feind dich gefangen nimmt. Was? Aber Gott verbietet Selbstmord. Ich würde direkt in die Hölle wandern. Hör zu, Altarjunge. Ein Gefangener der Faschisten wandert sowieso in die Hölle. Glaub mir, mit der Pille geht das schneller. Ich könnte mir niemals selbst das Leben nehmen. Dann gib mir deine Kapsel. Ich würde lieber zwei schlucken, anstatt in einem ihrer Lager zu verrecken. Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Durch die Front, die haben sie wohl nicht mehr alle. Tausend Soldaten, die mich abmurksen wollen. Jetzt fangen die auch noch an zu singen. Oh Gott, Mann, ich muss sterben. Ich bin auch noch runtergefallen. So eine Scheiße, Mann. Echt. Wow, wow, wow. Genossen! Glückwunsch zur Ankunft an der Front! Ich weiß, dass Sie Ihr Mutterland stolz machen werden. Überqueren Sie die Frontlinie ins Territorium der Faschisten. Und das bestimmt nicht sichtbar, sondern unsichtbar. Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die steht. Werden wir bezahlt oder was? Leise killen erst wieder. Marx hätte nicht von Ideen allein überleben können. Lassen Sie das Gejammere! Nun ist Geld und wir zahlen im Voraus. Ein volles Magazin für jeden. Aber von ehrbaren Soldaten erwartet man, dass sie die Munition an den Feind austeilen. Okay, du bist mein erstes. Das ist richtig, Genosse Kommissar. Besser nicht. Die Partei lehrt, dass nur kommunistische Doktrinen den wahren Weg durch die Tunnels weisen. Ja. Nur im Namen Lenins können wir den Glanz der Metro und der Menschheit wiederherstellen. Und unter dem roten Banner der roten Linie können die Verbrochenen die Gericht zum Tode verurteilt. Vorwärts marschieren! Marxismus! Ich wollte sie über die Flanke angreifen, das ist alles! Da unten! Da ist eine Unterbrechung in der Schiene! Du lügst, du
Stück Scheiße. Wenn Sie den Röhren das ist folgen, für deinen Verrat. Finden Sie einen ich sage die Wahrheit, ich schwöre es. Ich habe den Weg sogar selbst markiert. Schicken Sie einen Mann hinunter, um mich zu prüfen. Was gestern passiert? Ich habe eine Frau und einen Sohn. Oben sind welche. Ich werde den Rest meines Lebens Albträume haben, wenn wir es über ihn schaffen. Oh, die haben einen gekillt. Aber ich muss da lang. Scheiße. Kann ich an denen vorbei? Ist wirklich jemand bereit, für die zu sterben? Der kommt. Scheiße, nein. Den armen Säulen waren die Hände hinter den Rücken zusammengebunden. Sie rannten auf unsere Streckensperre zu, während die Faschisten ihnen mit MGs die Hölle hinterher schickten. Okay. Unsere Leute dachten, dass ein paar Genossen dem Gefängnis der Faschisten entkommen seien. Alles klar. Und was ist dann passiert? Jetzt schnapp ich mir den. Die schrien und kreischten, aber keiner konnte verstehen, was. Die da Taschenlampe. Schweine hatten ihnen die Zungen rausgeschnitten. Egal, der kommt. Dann ist er tot. Oh mein Gott. Oh, da kommen noch mehr. Als unsere Soldaten ihnen zu Hilfe eilen, Scheiße. Sahen sie, dass sie voll mit TNT bestückt waren. Okay, jetzt schweres Kaliber auffahren. Runter. Ich schaffte es so gerade. 7 Jungs von unserer Einheit starben. Wenn die jetzt zu mir leuchten, dann gibt's 4 Bomber getötet. Männer aus dem Gefängnis der Faschisten. Die laufen vorbei. 7? Als ich ja, das letzte geil, Mal davon hörte, vorbei. Waren es 6. Vanno starb heute Morgen. Sein Bauch war komplett okay, zerfetzt. Schnapp ich mir aber den. Aber er kämpfte bis zum Schluss. Bestimmt nicht. Wie kann ein Mensch einem anderen so etwas antun? Zack. Und tschüss. Messer her. Munition her. Licht habe ich gelöscht. Nein, Licht ist runtergefallen. Lol. Okay. Keiner hat was gehört? Gut. Dann geht's hier weiter, oder? Alles klar. Ah, da geht's weiter. Jetzt gibt's ein bisschen Kletter- und Springpassagen. Alles klar. Da ist ein Pfeil. Nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Da geht's weiter. Okay. Alles klar. Und hopp. Oh, eine Falle. Boah, die hätte ich jetzt beinahe übersehen. Puh. Okay. Hier sind keine mehr. Ja. Wie soll ich da rüberkommen? Ja, super. Oh, gibt's nur eine Möglichkeit, springen. Okay, und los. Geschafft. Ich hab's geschafft. Hast du mich gesehen? Oh, Junge, war das gerade knapp. Ich hab echt gerade die Luft angehalten. Was? Nachtsichtgerät. Okay. Oh, ist leer. Problem. Laden wir auf. Jawoll. Geil. Brauche ich wenigstens nicht mehr die Taschenlampe. Okay, das reicht. 1. Das sind schon viele. Soldaten der Roten Armee. Eure Munition und eure Rationen. Ich muss das 80 Geld ausschalten. Zu viel Licht. Die unterdrückende Kommunistenregierung. Um ihr Regime zu beschützen. Messer im Kopf. Eure Anstrengungen sind nutzlos. Und euer Tod ist vergebens. Nur der Sieg wird euch mit euren Familien wieder vereinen. Für eine bessere Zukunft. Schließt euch uns.
uns an. Wenn ihr jetzt wegleuchtet, ein warmes Willkommen. Renn ich. Und groß wie es ist, aus dort. Soldaten der Roten Armee. Ja, ich hab's geschafft. Kommandant, ja. Beeilt euch. Nein, es ruckelt. Die Stationen, die von unseren Streitkräften befreit wurden, kümmern sich bereits um Nahrung. Jawoll, sichert euch euren gerechten Anteil. Okay, Messer her.